Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Da sind wir. Wir wollen Crawfords, Derricks Waffen fertig machen, die hier so lustig stehen und uns ärgern wollen. Die wollen meine liebe Schwester töten. Das können wir nicht zulassen. Mal hier attentatieren. So, verstecken. Da stehen zwei. Da drei, da einer. Okay. Schnappen wir uns mal die beiden dort unten. Die dürften noch relativ einfach zu kriegen sein. Kriege ich die als Doppelattentat verhaftet? So. Da stehen drei. Hoch mit dir. Nein, 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 nein. Das ist der letzte Fehler, den du jemals machen wirst. Hm? Stimmt was nicht? Warte nur, ich hack dich in Stücke! Okay. Was wir ihn da hinten noch erledigen. Das schaffen wir aber auch noch. Mach's mal so. Ich bin mal ein bisschen, ich will mal lustig sein. Bevor ich dir den Hals breche. What's going on? Ich zerquetsche dich hier drüben, denn für sicher. Säule. Fertig. Das wäre dann alles. Gut. Wir wurden getäuscht. Irgendjemand. Ich hole euch raus. So, jetzt müssen wir nochmal da irgendwo weiter nach hinten. Ach, genau auf der anderen Seite von Buckingham Palace. Okay, okay, okay. Das ist ja wohl hinzukriegen. Glücklicherweise habe ich die Wachen ja schon alle umgebracht, die meine liebe Evie da bedroht haben. Niemand bedroht meine Schwester. Oder ich bedrohe euch, ihr Schweine. So, nochmal 8 Kollegen zu töten. Das sollte machbar sein. Hüpf. Oh, hi. Der Schornsteinfeger ist hier gerade dabei. Okay. Da unten steht ein People alleine. Da steht einer auf Wache. So, wollen wir hier mal alle markieren. Schön. Ja, da. Steht da relativ alleine, also ganz alleine. Das mache ich mir zunutze. Eins. Nummer zwei. Befreie. Haltet einen Moment still. So. Ich danke Ihnen. Hoch. Komm schon, hoch mit dir. So, wo stehen denn die Kollegen jetzt noch? Da und da hinten läuft noch einer. Sehen die mich, wenn ich da runterspringe? Ich glaube nicht. Schönes Doppelattentat sollte noch möglich sein. Fein. Ich komm dir gleich darüber, du. Schwupp. Die letzten Kollegen hier. Ich bin so kurz davor, rüberzukommen. Das ist nah genug.
mach dich aus dem Staub. Erledigt. Gut. Das Dach erreichen und Ivy ein Zeichen geben. Gut, das schaffen wir auch noch. Hoch mit uns. Oh, Entschuldigung, der Herr. Hier ist der Herr gekommen. Entschuldigung. Du warst mir ein wenig im Weg. Keiner da, sehr gut. Mal rüber. So, Ivy, auf geht's. Das Wichtige beim Walzer ist, man muss mit dem rechten Fuß führen. Ist alles in Ordnung, meine Liebe? Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Ich bin kein Freund von Bällen. Hier, die Karte des Gewölbes. Geh! Einfach so? Ohne Plan? Keine Zeit für Pläne. Ich komme nach, sobald ich diese unzumutbare Staffage los bin. Okay, auf geht's. Das Eingang des Gewölbes erreichen. Okay. Kommt runter da. Jakobus, auf geht's. Oh, eine kleine Rutschfahrt. Schön. Okay, auf geht's. Keiner zu sehen. Hoch da, komm schon. Wir müssen vor dem blöden Steric da sein. Weil der wahrscheinlich einen riesen Vorsprung hat, da ist er schon, okay. Crawford, Steric töten. So einfach wird das vermutlich nicht sein. Ja, ich wusste es doch, dass es nicht so einfach ist. Ich hab's geahnt. Was tust du denn? Ich ausbeute. Ich warnte dich, Bursche. Aber du willst ja nicht hören. Requiescat in pace. Oi. Jacob retten. Oh, ich habe genau 3 Minuten. Wow. Das ist ja erfreulich. Also ich musste reinspringen, damit er gefangen wird. Gut. Jetzt muss ich Jacob retten. Ah, das ist doch so, war so klar, dass du das wieder versaut. Schnell runter. Und hin, wir haben 3 Minuten, um zu ihm zu kommen. Das ist nicht gerade viel Zeit. Und wer rettet natürlich wieder den Tag? Das ist die Ivy. Die Ivy rettet den Tag. Sie sind ein Monster! Crawford, Steric töten. Sie wissen gar nicht, wie man das Artefakt einsetzt! Durcheinander bald los. Diese Stadt war ein sicherer Hafen. Vorbild für die ganze Menschheit. Welche Alternative schwebt euch vor? Chaos? Das Tuch ist nicht für sie bestimmt. Okay, dann wollen wir hier mal ein bisschen Spaß haben mit dem Kollegen Steric. Mr. Steric! Sie vergaßen, mich heimzugelassen!
dann lassen Sie mich das wieder richtigstellen. Jetzt darf ich wieder auf Jacob wechseln. Töten. Ja, ich würde ihn ja gerne töten, aber das ist leider nicht so einfach. Ich muss ihm das Scheißding ausziehen. Jetzt ist auf sie wieder ran, oder wie? Töten, ja. Oh, das ist jetzt nicht so lustig. Aua. Komm schon, Ivy. Lauf. Aua. Jetzt komm schon. Ach, wirklich jetzt? Geht das jetzt immer so weiter? Ich muss hier das Scheißding ausziehen, oder nicht? Hätte ich jetzt zumindest vermutet. Komm, verpiss dich. Aua. Hallo, dankeschön. Oh, shit. Wie komme ich da durch? So, okay. Verschwindet aus meiner Stadt! Ivy! Das hältst du nicht durch! Starrick! Deine Herrschaft ist fast beendet. Sie hat nicht mal begonnen. Können wir euch das blöde Grabtuch abnehmen? Wäre das nicht ein bisschen einfacher? Henry! Scheiß auf deinen Henry! Geh zu deinem Bruder! Stirb! Das Tuch! Attentat! Zusammen! London wird untergehen ohne mich. Das bildest du dir nur ein. Ich hätte ein wahres Paradies erschaffen. Diese Stadt gehört allen Menschen. Sie sind nur ein Mann. Ich stehe an der Spitze der Ordnung! Nicht mehr, Crawford Stark. Nicht mehr. Schade, dass wir keine Partner mehr sind. Es ist besser so, oder nicht? Wirst du das Tuch tragen und London regieren? Was es gibt, nimmt es einem anderen. Du würdest alleine altern ohne mich. Du würdest werden wie Vater. Das wäre schlimmer als der Tod. Wirst du es tragen? Nachdem du aufgeräumt hast? Mein ganzes Chaos? Da halte ich nicht mit. Jacob Fry hält sich zurück? Wer erpresst dich? Etwa George? Das wagt er nicht. Du fehlst mir. Du mir auch. Können wir nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Nichts will mir lieber. Ich glaube langsam, dass Vater doch nicht alles über alles wusste.
Henry. Wir leben in einer großen Welt. Und London ist der Mittelpunkt. Vielleicht nicht ganz der Mittelpunkt. Ich kam so schnell ich konnte. Keine Sorge, ich gehe zurück zum Zug. Hab ich die Mission gefährdet? Du hast sie gerettet. Na endlich. Ich glaube, du gehörst in den Außendienst. Mit mir. Na endlich. Hat ja lange genug gedauert, dass die beiden endlich zusammenkommen. Mann. Eine Kutsche. Gut gemacht, Freddy. Mr. Eberlein, bitte. Eure Majestät? Miss Fry. Ihr kennt euch schon? Hatte ich das nie erwähnt? Mr. Eberlein informierte uns, dass wir Ihnen dreien unser Leben zu verdanken haben. Ist das wahr? Ist es, Eure Majestät. Evie Fry, treten Sie vor. Und Sie? Mein Bruder, Ma'am. Jacob Fry. Und das ist Henry Green. Mr. Fry? Mr. Green. Auf die Knie. Aufstehen. Wir erheben Sie alle in den Order of the Sacred Garter. Danke, Eure Majestät. Wenn Sie so talentiert sind, wie Mr. Eberlein behauptet, kommen wir auf Sie zurück. Sergeant Eberlein neigt zu Übertreibungen, Eure Majestät. Wir sehen uns wieder. Und Miss Fry? Ma'am? Falls Sie möchten, es ist noch Kuchen da. Vater wäre stolz auf dich. Dame Evie Fry. Sir Jacob Fry. Ein Rennen zum Zug? Los! Eine denkwürdige Nacht. Abgeschlossen. Haha, schön. Fortfahren. Aha, es ist unter dem Palast. Dann mal los. Bringen Sie das Tuch umgehend zu Dr. Grammatica. Das Sigma-Team war vor uns hier. Wir sind zu spät. Was sollen wir tun? Töten ist wirklich die unproduktivste Art, unsere Ziele zu erreichen. Töte sie. Kontakt! Deck mich! Dieser dürre Scheißkerl wollte mich umbringen, Berg. Ich will, dass er blutet. Them done the horrid murder of bloody
Halt still, Gottverdammt! Nur die Mission zählt! Verstanden! Schon! Galena, wir müssen raus hier! Gewölbe sichern! Alle Ziele legitim! Wir müssen los! Sofort! Verstanden. Das Edentuch. Vergiss das beschissene Tuch. Bleib bei mir, Bex. Bitte. Wir gehen. Gute Arbeit, Novize. Schon bald werden wir das Tuch bergen können. Ach ja, wir haben Bilder von der Wanze in Isabels Computer, bevor sie gefunden wurde. Ich spiele sie ab. Entschuldigen Sie bitte. Wie kann Ihnen das Tuch helfen, einen neuen Klon zu erschaffen? Gar nicht. Wird das Tuch um einen Körper gewickelt? Sucht es nach Schäden und rekonstruiert sie auf zellularer Ebene. Dann erschaffen Sie keinen Klon, sondern einen von Grund auf neuen Vorläufer. Bingo! Der Zeitplan des Phoenix-Projekts wurde soeben gestraft. Ich rufe Alan Rickon an und erstatte ihm Bericht. Das ist wie Weihnachten! Hallo? Ich bin's. Ich habe das Tuch, wie du verlangt hast, aber ich habe Angst. Hab keine Angst vor mir. Alles ist gut. Ich habe keine Angst. Ich sorge mich um dich. Wenn jemand rausfindet, was du vorhast. Du hast deinen Teil getan, mein Instrument. Ich werde dich retten. Ich werde euch alle retten. Das Abenteuer geht weiter. Starricks Tod hat die Templer geschwächt, aber London ist noch nicht frei. Erobern sie alle Londoner Bezirke und erweitern sie den Einfluss, um die Rooks zu Ruhm und Ehre zu führen. Queen Victoria bittet die Assassinen um Hilfe. Neue Erinnerungen erwarten sie. Fortfahren. Wow. Und jetzt sind wir hier. Mantelvorlage Ägide. Und jetzt? Das war's jetzt? Kein Abspann? Kein gar nichts? Da? Was? Wie? Also das war jetzt nicht so mit Abspann und so? Hätte ich jetzt erwartet. Also, okay. Na gut. Ich kann damit leben. Also geht's hier anscheinend weiter mit Queen Victoria Erinnerung. Operation Dynamitboot. Wegen mir. Dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ich hatte jetzt einen Abspann erwartet, muss ich ehrlich sagen. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke, ich werde auf jeden Fall weitermachen. So ist es nicht. Wir haben aber die Hauptstory jetzt fertig. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wo ist mein Abspann? Aber gut. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.